Schönen guten Tag dran, meine Freunde. Ich grüße euch aus Kroatien und von der geilen Insel Rab, wo ich hier gerade bin. Herzlich willkommen, Cevapcici TV, hier nur für euch. Wir machen das jetzt so, ich erzähle mal den ganzen Tag so ein paar Witze. Ne? Dann kommt immer nicht nur einer, also guckt ruhig mal weiter, nicht, dass ihr den Nutzesten verpasst hier irgendwie. Ne? So, bevor ich aber anfange, habe ich ein kleines Quiz für euch. Was hat zwei Daumen, ein Auge, eine hängende Zunge und kann ficken wie ein Stier? So, pass auf, so, der erste Witz. Da muss ich jetzt leider ein bisschen was erklären, den habe ich gestern schon erzählt. Ohne Erklärung, hat keiner verstanden, deswegen für euch die Erklärung. Wovor haben Fledermäuse, die ja in einer Ruhestellung mit dem Kopf nach unten hängen, im Alter Angst? Vor Inkontinenz. Tschüss, ja! Man kann es nicht so ganz erkennen, aber das sind hier 25 bis 30 Meter. Mindestens. Auf jeden Fall. Und das Wasser ist 1,50 Meter tief, aber ist egal. Gerade eben bin ich schon auf den Seeigel gesprungen und deswegen sind hier vorne jetzt so ein bisschen geschwollen. Da braucht ihr euch aber keine Sorgen machen, das schwillt ab, wenn das Gift vor uns war. So, ich mach, ne? Ich sag, Freunde. Affi. Was? So, Freunde, wir sind wieder in der Unterkunft. Wir machen jetzt hier leckere Original Berliner Cevapcici. Ich mache das mit meinem Kumpel Flo, dem Grillmeister, zusammen. Und wo wir hier gerade bei Fleisch sind, habe ich einen neuen Witz. Pass auf! Ich lache jetzt schon! Geht ein Mann zum Fleischer und sagt: Ich hätte gern einen riesen Ochsenschwanz und drei Eier. Sagt der Metzger: Ja, ich auch. So, bis später, Freunde. So, wir sind jetzt am Grill hier, Icy Ice, Eisfeld grillt heute mit Flo und weil wir ja gleich fertig sind zum Essen, spricht mir immer ein Tischgebet vorher, da fällt mir natürlich gleich wieder ein Witz mit zwei Geistlichen ein. Also so ein evangelischer Geistlicher und ein katholischer Geistlicher, da laufen sie die Straße entlang und kommen an so einem Freudenhaus vorbei und da sagt der evangelische Geistliche: Oh, schau mal. Ein Haus voller gefallener Engel. Ich gehe mal rein und guck mal, ob sich jemand verletzt hat. Man geht rein, kommt nach einer halben Stunde wieder raus. Nettes Haus, ordentlich, sauber, nettes Personal. Aber mit meiner Frau ist doch am schönsten. Da sagt der katholische Geistliche: Ich werde auch mal gucken gehen, vielleicht möchte jemand beichten. Oder ein älterer Kunde braucht die letzte Ölung. Geht rein, kommt auch nach einer halben Stunde wieder raus und sagt: Ja, hast recht. Schönes Haus, ordentlich, nettes Personal, aber du hast auch recht, mit deiner Frau ist wirklich am schönsten.